Die Rue Grès in Brüssel. Hier wohnt Lubnas Familie, nur wenige hundert Meter entfernt von dem Bistro. Marokkanische Einwanderer, kleine Leute, wie die meisten hier in diesem Viertel. Claude Moniquet ist Reporter. Wir begleiten ihn seit Herbst letzten Jahres bei seiner Suche nach Lubna und nach der Wahrheit. Denn mysteriös ist nicht nur, welche Rolle der Mann aus dem Café gespielt hat, sondern auch das Verhalten der Polizei. Und inzwischen hat nicht nur Claude den Verdacht, die Kripo Brüssel konnte oder wollte den Täter gar nicht fassen. Das denkt auch Nabela Benaissa, die Schwester der verschwundenen Lubna. Sie ist Claudes wichtigste Zeugin. Zum Beispiel für die mysteriöse Sache mit den Fingerabdrücken. Es gibt keine Fingerabdrücke ihrer Schwester im Auto des Verdächtigen, hatte ein Kommissar ihr damals gesagt. Eine Lüge. Er hatte doch gar nichts zu vergleichen. Er kann nicht sagen, dass da keine Fingerabdrücke im Auto waren, denn sie hatten Lubnas Fingerabdrücke gar nicht. Claude kennt den Namen des Kommissars bei der Brüsseler Kripo, Pierre Colson. Colson war für die Suche nach Lubna verantwortlich. Aber inzwischen ist klar, er tat alles, um den Mann aus dem Café nicht zu überführen. Der Verdächtige hatte ein Alibi, sagte Colson. Heute weiß man, es war falsch. Im Auto des Verdächtigen wurden Haare und andere Spuren gefunden. Aber 4 Jahre lang vergaß Kommissar Colson sie in einem Schrank der Kripo. Und Lubnas Familie riet er dringend ab, einen Anwalt einzuschalten. Warum? Der Verfolger Lubnas wurde bald wieder freigelassen. Und heute weiß man, er war als Informant der Brüsseler Kripo tätig. Ist das die Erklärung? Für seine Redaktion schreibt Claude jede Woche solche Geschichten. Unglaubliche Geschichten aus dem Innenleben der Justiz. Immer neue Einblicke in ein Dickicht von Korruption, Protektion und Unfähigkeit. Nicht nur die Auflage der Cine-Revue steigt seit August kontinuierlich. Der Kinderschänder Dutroux und seine Hintermänner haben in ganz Belgien der Presse ein neues Selbstbewusstsein gegeben. Claude lebt alleine, aber zu Hause ist er in den letzten Monaten ohnehin selten. Seit 10 Jahren arbeitet der Franzose in Belgien an Reportagen und Büchern über Unterwelt und Mafia. Er hat gute Kontakte und viel Erfahrung. Aber trotzdem. Jede Woche 10 neue Namen, 100 neue Spuren, 1000 Gerüchte. Auch Claude weiß noch immer nicht, wer die großen Drahtzieher sind, die Hintermänner und Paten, die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft. Und solange sie nicht enttarnt sind, hält Claude alles für möglich. Das sind Leute, die haben alles zu verlieren. Bis jetzt laufen ihre Geschäfte noch, aber wenn der Staatsanwalt Bourlet und seine Leute es schaffen, alle Beweise zusammenzukriegen, dann werden diese Hintermänner für eine lange Zeit im Gefängnis übernachten. Und das wissen sie auch. Und darum wollen sie die Ermittlungen natürlich um jeden Preis stoppen. Wir müssen das Interview wieder einmal abbrechen. Ein Leser der Cine-Revue ruft an, hat weitere Informationen zu Kommissar Colson, sagt er. Claude soll ihn treffen. 9 von 10 machen sich nur wichtig, meint Claude später. Aber manchmal kommst du mit solchen Zeugenaussagen doch weiter bei der Suche nach den Hintermännern. Am nächsten Morgen verfolgt Claude eine andere Spur. Wir sind in der Region Charleroi. Eine trostlose Gegend, Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Gleichgültigkeit. Hier hatte die Dutroux-Bande ihre Häuser. Hier wurden Julie und Melissa, Anne und Evie missbraucht und ermordet. Die Nachbarn Dutroux hatten damals vieles beobachtet, was ihnen merkwürdig vorkam, aber geschwiegen. Dutroux galt als gefährlich, man weiß ja nie, lieber wegsehen. Charleroi ist Mafialand. Claude will den Wohnwagen durchsuchen, in dem ein toter Italiener gefunden wurde. Es gab Verbindungen zu Dutroux, hat Claude herausgefunden. Und tatsächlich, nach der Exhumierung zeigte sich, der Mann wurde ermordet. Die Kripo aus Charleroi war inzwischen auch schon hier, weiß Claude. Aber das ist für ihn eher ein Grund, genauer hinzuschauen. Denn diese Kripo Charleroi spielt eine ganz besondere Rolle. Die Kripo Charleroi gleicht einem arabischen Bazar, hatte Claude geschrieben.
Tatsächlich wurden später Büros und Wohnungen zahlreicher Beamter durchsucht. Der Verdacht, einige Polizisten verkaufen beschlagnahmte Pornokassetten. Andere handeln mit gestohlenen Autos, statt sie zurückzugeben. Als erster wird Hauptinspektor Georges Sicot verhaftet, andere folgen. Auch Sicot soll in Autoschiebereien rund um die Dutroux-Bande verwickelt sein. Inzwischen ist er vorläufig auf freiem Fuß, es fehlen die Beweise, dass er mehr wusste. Aber sicher ist, mit gestohlenen Autos wurden auch Kinder entführt. Aber dann hat Claudes Spurensuche ein jähes Ende. Er muss sofort zurück nach Brüssel, denn ein Untersuchungsrichter mit 10 Polizeibeamten will die Redaktion seiner Zeitschrift durchsuchen. Und der Richter will ihn sprechen, erfährt Claude. Was ihn dabei etwas nervös macht, es ist die Kripo von Charleroi, die dahinter steckt. Wir haben die Justiz von Charleroi beschuldigt, korrupt zu sein, sagt Claude. Sie haben nichts gemacht, um Marc Dutroux zu fangen, obwohl sie alle nötigen Informationen hatten. Sie waren einfach miserabel. Und dann erfahren wir, auch Claudes Büro zu Hause soll durchsucht werden. Dort kommen wir zu spät. Die Wohnung, in der wir noch am Vortag gedreht haben, ist seit dem frühen Morgen versiegelt und wird von 2 Polizisten bewacht. Claudes Freundin muss ihre Personalien angeben, später auch unser Kameramann. Und wir erfahren nur, die Kripo in Charleroi hat Anzeige erstattet. Wir kommen nicht mehr ins Treppenhaus. Inzwischen sind auch Claudes Kollegen alarmiert. Der Verdacht, dass sich die Kripo in Charleroi einen Journalisten vom Hals schaffen will, der zu viel weiß und zu viel veröffentlicht, liegt auf der Hand. Die Anzeige gegen Claude lautet auf Beleidigung und Verleumdung, wissen wir inzwischen. Aber das rechtfertigt keine Hausdurchsuchung. Claudes Wohnung ist vollgestopft mit Dossiers und Dokumenten. 10 Jahre Spurensuche im Dschungel der belgischen Justiz liegen dort. Von außen können wir nur beobachten, wie Claude stundenlang einzelne Dokumente vorgehalten werden. Wir warten. Am frühen Abend tragen Beamte Plastiksäcke voll Papier aus dem Haus. Claude selbst steigt mit 3 Beamten in sein Auto. Sie wollen mich in Charleroi verhören, hat er uns im Vorbeigehen zugeraunt. Kommt mit, wenn ihr könnt. Auf der Fahrt nach Charleroi erinnern wir uns daran, was Claude gestern erzählt hat. Irgendwie hängt hier in Belgien alles zusammen. Etwa 100 Familien beherrschen das Land, die Wirtschaft, die Parteien, die Justiz und damit natürlich auch die Polizei. Diese Familien haben damals ihr Geld mit Kohle und Stahl und im Kongo gemacht. Und weil das Land so klein ist, haben sie es fest im Griff. Jalousien gehen runter, als wir im Justizpalast von Charleroi ankommen. Claude ist jetzt allein in der Höhle des Löwen. Hier in Charleroi haben sich die meisten mysteriösen Pannen bei der Suche nach Dutroux abgespielt. Ganze Dossiers verschwanden, Hinweise wurden unterdrückt. Umso sorgfältiger werden jetzt Claudes Akten zusammengetragen. 100 Meter weiter entdecken wir dann einige der Zivilfahnder aus Claudes Wohnung. Das Verhör führen andere, es dauert schon 3 Stunden. Am nächsten Morgen ist Claude wieder in Brüssel. Wir sind mit ihm verabredet. Die Wohnung sieht überraschend aufgeräumt aus. Tatsächlich haben sie nicht alle Unterlagen und Dossiers beschlagnahmt, sagt Claude. Aber ein Ordner mit einem besonders heißen Fall ist weg. Zufall oder wussten sie genau, wonach sie suchten? Aber woher? Wird er abgehört und von wem? Claude will seine Freunde bei Kripo und Gendarmerie anrufen, um es herauszufinden. Recherchen im Labyrinth der belgischen Polizei. Im Niemandsland von Gut und Böse. Das Problem in Belgien ist, erklärt Claude, dass wir so viele verschiedene Polizeieinheiten haben. Die Gendarmerie, 22 Kripo-Bezirke, eine nationale Kripo und so weiter. Und alle arbeiten für sich oder gegeneinander. Ein regelrechter Polizeikrieg, aber mit unklaren Fronten. Besonders undurchschaubar ist dabei die Rolle der Brüsseler Kripo. Das glauben ein paar Tage später auch diese beiden Zeugen. Die Frau hat Politiker im Fernsehen wiedererkannt, die sie vor einigen Jahren in einer berüchtigten Brüsseler Bar kennenlernte.
Im Dolo wurden Orgien gefeiert, aber entscheidend ist, mit dabei war einer der Hauptverdächtigen in der Affäre Dutroux. Er kam rein und hat einfach nur gesagt, das wird ein kulinarisches Wochenende und es wird frisches Wild geben. Und alle haben sich amüsiert und alle haben gelacht. Damals hat die Frau die zynische Pointe nicht begriffen. Heute aber weiß sie, was der Mann mit frischem Wild meinte. Sein Name? Michel Nioul, seit August in Haft. Er gilt als Verbindungsmann von Marc Dutroux zu den reichen Kunden in Wirtschaft und Politik. Während Dutroux die Mädchen entführte, missbrauchte, filmte und umbrachte, hatte Nioul viele gute Kontakte zu Politik und Polizei. Heute weiß man, Nioul war Informant der Gendarmerie. Nach seiner Festnahme drohte er, hochrangige Mittäter zu nennen. Und manche glauben, dass darum bis heute kein Beweis gegen Nioul gefunden wurde. Claude zeigt uns die inzwischen geschlossene Bar, in der die Zeugin Nioul und die Politiker kennenlernte. Das Seltsame, auch die Kripo Brüssel wusste 10 Jahre lang, was im Dolo vorging und vorbereitet wurde. Aber die Kripo hat es nie geschlossen. Warum? Das ist wieder so eine mysteriöse Geschichte. Die Geschäftsführerin des Dolo war eine Freundin Nihuls, weiß Claude, und sie hatte noch einen Job. Sie war, wie der Verfolger Lubnas aus dem Café, Informantin der Brüsseler Kripo. Claude trifft die beiden Zeugen noch einmal. Was sie jetzt erzählen, ist ein weiterer Mosaikstein. Sie waren bei der Kripo Brüssel, um ihre Beobachtungen aus dem Dolo zu Protokoll zu geben. Aber bei der Kripo wollte man nichts davon wissen, sagt die Frau. Die warnten vielmehr, das könnte schlecht für mich ausgehen. Inzwischen ahnen die beiden, warum die Kripo kein Protokoll aufnehmen wollte, trotz der brisanten Informationen. Denn als sie verwirrt die Kripo verlassen, kommt ihnen am Eingang ausgerechnet die Geschäftsführerin der zwielichtigen Bar entgegen, die Informantin der Kripo. Sollte sie geschützt werden? Gab es Abhängigkeiten? Inzwischen spekulieren Medien und Politiker öffentlich, ob diese V-Leute aus der Unterwelt vielleicht der Schlüssel sind für die dunklen Verbindungen der Justiz ins pädophilen Milieu. Die Gendarmerie in Brüssel. Auch hier verschwinden gezielt wichtige Informationen, berichtet die Presse. Aber Claude will 2 Kommissare treffen, denen er vertraut. Es geht um die Videokassetten, die bei Dutroux und in Dutzenden von durchsuchten Wohnungen gefunden wurden. Noch immer hat die Öffentlichkeit nichts von Mittätern, Kunden und Kontaktleuten erfahren, obwohl diese Kassetten seit über einem halben Jahr gesichtet und analysiert werden. Vor allem die Eltern der ermordeten und noch immer vermissten Kinder leben seit einem halben Jahr mit dieser quälenden Ungewissheit. Aber die beiden Kommissare haben auch diesmal eine Erklärung, die Claude immer wieder hört. Wir haben kaum etwas in Verbindung mit Dutroux. Wir sind sicher, dass es solche Kassetten gibt, aber man muss sie finden. Vielleicht spielt die Zeit für uns, aber von heute auf morgen, das gibt's nur im Film. Schwierige Ermittlungen, zu viele Spuren, zu wenig Personal. Diesen beiden Beamten vertraut Claude, aber die Suche nach den pädophilen Banden wird in den Chefetagen der Justiz geblockt, glauben inzwischen über 90% aller Belgier. Und Claude hat eine neue Spur, die das erhärten könnte. Stichwort Othello. Unter diesem Decknamen wurde Dutroux schon früh observiert. Sogar sein Haus wurde durchsucht, wo er 2 noch lebende Kinder gefangen hielt. Julie und Melissa. Selbst ihre Stimmen hörten die Fahnder. Aber gefunden wurden sie erst, als sie längst ermordet waren. Der Käfig im Keller war viel zu gut versteckt, sagen die Fahnder später. Und außerdem, nie habe man gezielt nach entführten Kindern gesucht. Selbst als Handschellen und Chloroform bei Dutroux entdeckt wurden, gingen die Fahnder 2-mal an seinem Kellergefängnis vorüber. Und immer wieder beteuert der zuständige Kommissar Michaud, wir wussten doch nichts von einer Verbindung Dutroux zu den Kindern. Eine Lüge, und Claude glaubt, das endlich beweisen zu können. Wir mussten im Auto warten, er wollte alleine den Mann treffen, der ihm heimlich die Akte Othello kopiert hat. Und er findet, worauf er hofft. Eine Antwort des BKA Wiesbaden auf eine Anfrage aus Charleroi zu Dutroux.
Hier, zeigt uns Claude. Bezüglich ihrer Anfrage zu den verschwundenen Mädchen Julie Lejeune und Melissa Russo, mit diesem deutschen Fax kann ich jetzt beweisen, dass sie doch Hinweise auf Dutroux Entführungspläne hatten, dass sie wirklich Julie und Melissa gesucht haben. Das ist sehr wichtig. Das beweist, dass sie gelogen und manipuliert haben. Zwei Tage später ist sein Artikel im Druck. Es ist eine seiner größten Geschichten. Wochenlang ist die Aktion Othello in den Medien diskutiert worden, aber immer fehlte der letzte Beweis. Jetzt, zwei Tage später, liegt er im Kiosk. Das BKA-Fax ist ein Volltreffer. Es zeigt nicht nur, dass die Gendarmerie bei Dutroux entführte Kinder vermutete und sie trotzdem nicht fand. Es beweist auch, dass Kommissar Michaud viermal die Parlamentarische Untersuchungskommission belogen hat. Schon am nächsten Morgen wird er erneut vorgeladen und befragt. Und diesmal gibt er alles zu. Das BKA-Fax lässt keine Zweifel mehr zu. Jetzt machen die Abgeordneten Druck auf die Regierung. Erste Reaktion: Bei der Gendarmerie Charleroi werden viele Beamte in andere Bezirke versetzt. Zweiter Schritt: Zahlreiche Banken werden aufgefordert, Schließfächer zu prüfen. Gesucht werden weitere Unterlagen, die in Charleroi verschollen sind. Vor allem verschwundene Notizbücher von Polizisten, die bei Dutroux ermittelten. Die Gendarmerie in Charleroi gerät immer weiter ins Zwielicht. Sonntagmittag. Wieder einmal ist das Thema Dutroux und Komplizen auf verschiedenen Sendern Pflichtprogramm. Immer häufiger melden sich Zeugen, die ihre Hinweise und Beobachtungen bekannt machen wollen, ohne ihre Identität den Justizbehörden preiszugeben. Eingeladen sind Politiker, Betroffene und Journalisten. Auch Claude ist dabei. Als Auftakt präsentiert der Sender eine Umfrage, wonach 40% der Belgier sogar der Parlamentarischen Untersuchungskommission misstrauen. Und dann berichtet ein anonymer Zeuge über das pädophilen Milieu. Er kennt Hintergründe und Drahtzieher. Gibt es jemanden, der dem Milieu bekannt ist? Ja, er ist sehr gut im Milieu bekannt, aber auch in Finanzkreisen. Und vor den perplexen Eltern berichtet der Zeuge dann, wie die von den Pädophilen angeheuerten Banden arbeiten, wenn sie Kinder ins Auge gefasst haben. Sie fotografieren und filmen die Kinder auf der Straße, in der Schule, vor ihrer Wohnung. Und im optimalen Augenblick schlagen sie dann im Auftrag der pädophilen Mafia zu. Sind Sie bereit, vor der Justiz auszusagen, will der Moderator wissen? Nur vor Richter Connerott, sagt der Mann. Untersuchungsrichter Connerott, der Mann, dem die Belgier vertrauen. Aber Connerott musste den Fall Dutroux längst abgeben. Ein Solidaritätsessen mit Dutroux-Opfern galt als Formfehler. Aber dann sagt Connerott vor dem Untersuchungsausschuss aus. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit nennt er im Parlament mehrere Namen. Schlüsselfiguren, die nach seiner Überzeugung die Ermittlungen gezielt blockieren. Connerotts Aussage schlägt ein wie eine Bombe. Zwei Wochen später die letzte Sitzung des Untersuchungsausschusses. Die Namen, die Connerott nannte, kennt auch Claude immer noch nicht. Seltsam genug. Sonst gibt es immer eine undichte Stelle unter den Abgeordneten. Doch diesmal schweigen Claudes Kontaktleute quer durch die Fraktionen. Eine düstere Erklärung dafür präsentiert der Ausschussvorsitzende. Manchen der Parlamentarier hier, so die öffentliche Ohrfeige, seien Parteiinteressen wichtiger als die lückenlose Aufklärung der Affäre. Und mittendrin ein machtloser Justizminister wieder einmal im Zeugenstand. Justiz und Politik sind in Belgien so eng verknüpft, so verfilzt, sagt Claude, dass selbst hier im Ausschuss Leute sitzen könnten, die alles vertuschen wollen. Aber um das zu beweisen, meint er, wird es noch Monate brauchen. Kommt sofort, man hat etwas gefunden. Claude hat uns den Weg nicht lange beschreiben müssen. Es ist da, wo wir schon vor Monaten gedreht haben. Gleich neben der Rue Grès, da, wo Lubna verschwand, das marokkanische Mädchen. Dort, wo der Mann aus dem Café ihr folgte. Sie haben gerade eine Leiche in dieser Tankstelle gefunden.
Und bald werden wir wissen, um wen es sich handelt. Aber es wird wohl Lubna Benaissa sein. Lubna Benaissa. But I have to go. Erste Gerüchte. Es waren die Spezialfahnder aus dem fernen Neuchâteau, die die Kinderleiche im Keller der Brüsseler Tankstelle fanden. Die Männer also, die Dutroux' Spuren folgen. Eine neue Schlappe für den Brüsseler Generalstaatsanwalt. Der oberste Dienstherr der schon längst ins Zwielicht geratenen Brüsseler Kripo, die Lubna 5 Jahre lang nicht fand. Die ganze Nacht über Sondersendungen im Fernsehen. Wieder einmal verfolgt das ganze Land die Ermittlungen. Am Morgen um 6 dann das Obduktionsergebnis. Es war Lubna. Der Mörder war Patrick de Rochette, der Sohn des Tankwarts, schon vor vielen Jahren wegen Vergewaltigung von Kindern vorbestraft. War der gefährliche Psychopath Einzeltäter oder gab es Verbindungen zu Dutroux, Nihoul und den pädophilen Ringen? Alte Spuren werden aufgenommen. 18. August 92, 13 Tage nach Lubnas Verschwinden. Eine Freundin ist sicher, Lubna in einem schwarzen Golf erkannt zu haben. Sie schreibt das Kennzeichen auf und meldet es sofort der Polizei. Doch die Brüsseler Kripo gibt wieder einmal vorschnell auf. Nichts Verdächtiges. Erst als die Dutroux-Fahnder jetzt die Nummer variieren, Polizeiroutine, führt dieselbe Spur sofort zu Lubnas Leiche im Keller der Tankstelle. Der schwarze Golf gehört zur Familie des Mörders, führt direkt zu ihm. Die Fragen werden härter. Warum versagte wieder mal die Brüsseler Kripo? Und wohin wurde Lubna mit dem schwarzen Golf gebracht? Lubnas Sarg auf dem Weg zur Trauerfeier. Zehntausende zeigen Kummer und Ratlosigkeit, aber auch Wut und Empörung. Denn noch immer werden zahlreiche Kinder vermisst, fehlt jede Spur von Opfern und Tätern. Überall in Brüssel hängen inzwischen Fotos von Lubna. Und trotz der Festnahme ihres Mörders haben viele Eltern Angst. In den letzten Wochen sind wieder Kinder spurlos verschwunden. Und nicht nur Claude sucht Verbindungen von Lubnas Mörder zu anderen. Auch die Dutroux-Fahnder erinnern sich an das Café, an den Hauptverdächtigen von damals. Genevois ist hier. Er kommt aus dem Café, als er Lubna sieht, und folgt ihr. Aber dann muss er auch die Entführung bemerken, die da oben ein paar Meter weiter stattgefunden hat. Und tatsächlich liegt das Café, vor dem wir stehen, gerade 200 Meter vor der Tankstelle. Hier am Fundort der Leiche ein Blumenmeer, letzte Grüße aus ganz Belgien. Aber es werden nicht die letzten Blumen sein, glaubt Claude. Es gibt eine neue Spur für Verbindungen von Lubnas Mörder zu Dutroux. Ja, man nennt jetzt einen neuen Namen Bosmans. Bosmans ist ein Student, er hat da oben an einer anderen Tankstelle gejobbt. Konrad Bosmans ist 17, als er eines Tages spurlos verschwindet. Das ist über 8 Jahre her. Aber jetzt erinnern sich die Fahnder. Auch Lubnas Mörder kam mehrmals täglich zu Bosmans Tankstelle. Schon damals vorbestraft und gefährlich. Eine Verbindung zu Dutroux bringen diese beschlagnahmten Kleidungsstücke. Unter Tausenden entdeckt Bosmans Mutter eine Jeans ihres Sohnes. Die Frau ist sicher, ihren Flicken auf der Jeans erkannt zu haben. Jetzt werden die Naht- und Haarreste untersucht. Und hat Bosmans Mutter recht, wird eine Verbindung der beiden Kindermörder immer wahrscheinlicher. Täglich neue Nachrichten. Claude hat erfahren, auch Dutroux' mutmaßlicher Verbindungsmann zu Kunden und Politik, Michel Nihoul, tankte regelmäßig bei de Rochette, kannte Lubnas Mörder. Zufall oder ein neuer Mosaikstein? Fest steht, was 10 Millionen Belgier seit Monaten in der Zeitung lesen, das lässt jeden Roman Kafkas hinter sich. Es ist die Realität, die ihres Landes. Der Justizpalast in Brüssel, dieses kolossale Mahnmal für die Kraft der Gerechtigkeit, ist zu einem düsteren Ungeheuer mutiert. Längst sind es nicht mehr Richter und Staatsanwälte, sondern Redakteure und Reporter wie Claude, denen die Belgier zutrauen,
die Wahrheit ans Licht zu bringen. Claude ist mit dem Strafverteidiger Dumont verabredet. In Dumonts Kanzlei ist vor wenigen Tagen eingebrochen worden. Aber es fehlen weder Geld noch Wertgegenstände, sondern ein Tonbandprotokoll und einige Akten. Material, das für beide Seiten interessant ist, für die Polizei und für die Gegenseite, die Hintermänner der Pädophilenringe. Ich bin nicht der Einzige, bei dem eingebrochen wurde, sagt Dumont. Man muss das natürlich als Drohung verstehen, als einen Einschüchterungsversuch. Anwalt Dumont ist den Hintermännern der Kinderschänder gefährlich geworden. Denn sein Mandant kommt aus dem Milieu, ist wegen mehrfacher Vergewaltigung von Kindern verurteilt und will jetzt Komplizen verraten, um seine Strafe zu verkürzen. Das gestohlene Tonbandprotokoll war mehr als brisant. Es wird eine klare Nacht. Claude will uns die Stelle zeigen, an der wieder einmal eine Zeugin bedroht wurde, die bei der Polizei gegen Pädophile aussagen wollte. Sie war selbst Opfer, kennt Namen. Eines Abends wird sie hier von zwei Autos in die Zange genommen. Ein Lieferwagen und ein PKW drängen sie ab, versuchen, einen Unfall zu provozieren, sie von der Straße zu drängen. Die Frau kann die Verfolger abschütteln, aber drei Tage später wird sie von ihnen gestellt und zusammengeschlagen. Sie steht jetzt unter Polizeischutz. Die Männer, die sie belasten wollte, haben offenbar viel zu verlieren. Claudes letzte Information: Das belgische Parlament will einen neuen Untersuchungsausschuss. Er soll nur einer einzigen Frage nachgehen: Wer deckt die Kinderschänder bei Polizei, Justiz und in den eigenen Reihen?